Moin und hallo, ich bin Kai. Wir sind heute in Grube am Oldenburger Graben. Wir wollen nämlich heute mal versuchen, ein paar Hechte zu fangen. Mit diesen 3D-Ködern. Wir haben Mäuse, Laborratten, Enten, Fledermäuse als Oberflächenköder. Wir haben auch ein paar klassische Gummifische mit. Und da wollen wir mal sehen, ob wir hier ein paar Hechte fangen können. Gut, für Oberflächenköder ist es jetzt im November vielleicht nicht ganz die richtige Saison. Aber der Oldenburger Graben ist ein flaches Gewässer und da wollen wir sehen, da auch mit Oberflächenködern noch was geht. Ansonsten haben wir noch ein paar Gummis mit. Die Ratten, die gehen auch ein bisschen runter. Die kann man an zwei Positionen einhängen. Einmal hier oben, einmal da unten. Da laufen sie sehr flach und hier laufen sie ein bisschen unter Wasser. Und dann wollen wir gucken, ob wir da ein paar Hechte in die Rute kriegen. So Kai, nicht lang schnacken, ich bin heiß, ab an die Hechte, los geht's. Alles klar, ja. Das ist Peter, der ist heute mit. Ein Jungangler, der heiß auf Hechte ist. Also starten wir. Es gibt beim Hecht zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder das Naturköderangeln mit toten Köderfischen oder das Kunstköderangeln. Wir werden heute das Kunstköderangeln machen. Das kann man hier am Oldenburger Graben super machen. Man kann hier die ganze Strecke schön hoch und runter laufen. Oldenburger Graben ist ein Gewässer in dem Abschnitt, wo wir jetzt sind. Das gehört zum Grube Angelverein und es gibt hier auch für jedermann mit gültigen Fischereischein Gastkarten. Das ist auch noch ein Vorteil, dass hier jeder, der einen gültigen Fischereischein hat, kann sich hier eine Gastkarte holen und hier auch angeln gehen. So, angekommen im Spot haben wir jetzt hier einen Sommereinbruch erlebt. Wir haben eine sehr warme Temperatur für diesen sehr kalten Tag. Wir haben eine sehr schöne Strömungskante, sehr viel Struktur. Vorne noch einen sehr strömungsamen Kanal, wo wir die Ratten sehr schön einsetzen können. Das bietet sich hier sehr an und wir werden mal sehen, was heute geht. So, der Petri Heilkai. Ja, Petri Heilkai wieder. Jetzt Fisch. Köderangeln ist auf jeden Fall aktives Angeln. Da kommt es nicht nur auf den Köder an, sondern auch auf den Angler, wie er den Köder führt. Dass er halt so reizvoll geführt wird und präsentiert wird, dass der Hecht halt angreift und den Köder schnappt. Der Hecht ist ein Raubfisch im Süßwasser und frisst alles, was er so in seinem Maul kriegen kann. Fische, Mäuse, Ratten, Enten, ein Fleischfresser. Hechte ist immer gut. Hier im Oldenburger Graben sind die Hechte in der Regel nicht ganz so groß. Hier haben wir meistens so Hechte 50, 60, 70 cm. In einigen Gewässern werden die auch sehr groß. Wir haben die in den größeren Seen hier in Ostholstein sind Meterhechte teilweise überhaupt nichts Besonderes. Da sind die Hechte ab 1,30, das sind schon dann richtig große. Ist immer von Gewässer zu Gewässer ein bisschen abhängig, wie groß die Hechte da sind. Ein hüpfgefärbter Oldenburger Grabenhecht. Und die Maus war es. Meine Hoffnung war nicht unbegründet. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Einen Zielfisch haben wir gefangen, mit dem Wunschköder sogar, wie wir es haben wollten. Wir räumen jetzt alles ins Auto ein. Und wenn ihr auch mal Lust habt, am Oldenburger Graben hier zu angeln, dann kommt vorbei, holt euch eine Angelkarte und habt einen schönen Tag am Oldenburger Graben. Mit ein paar schönen Fischen und einem schönen Naturerlebnis. Die Karten haben wir bei uns im Laden, bei Kalles Angelshop, in Neustadt, vor dem Kreppertor 1.